Hallo Leute, da bin ich wieder. Jetzt wieder mal Real Video. Und zwar probiere ich mal einfach ein bisschen was rumzuspielen. So, da bin ich. Wie bitte? What the fuck? Bist du blöd? Dann mache ich mal so. So, Elite. Ja, bam, funktioniert. So, ich habe einen neuen Clan gegründet. Ihr habt es gerade gesehen. Ja, High Level kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber also grundsätzlich eben mal wirklich ab Level 90, dass man sagen kann, okay, jetzt kann man hier ein bisschen was splashen und ja, eben eine hundertprozentige Aktivität beim Clan War und so einer Geschichten. Also wir haben es, ich habe es ja jetzt gerade erst beim Mr. Mobile Fanboy Clan gesehen, dass man halt, wie soll ich sagen, das ist halt einfach mega nervig. Man macht eine Challenge und die wurde ja nun verloren, ja, okay. Aber alle wussten Bescheid. Und also vielen Dank nochmal an Berserker und so weiter und so fort. Also Clan war richtig cool. Aber man hat halt eben wieder schwarze Schafe dabei. Das ist doch kein Problem. Es reißt einem auch keiner den Kopf ab, wenn ich jetzt sage, gut, okay, ich bin jetzt im Ferienlager oder was auch immer, vollkommen egal, und kann da aber jetzt irgendwie die nächsten paar Tage nicht machen. Ist doch gar kein Thema. Aber dann bitte den Clan verlassen. Das ist doch nicht schlimm. Ist, wie gesagt, es ist ja auch nur ein Spiel, gar kein Thema. Aber ganz einfach, wenn ich genau weiß, ich habe da jetzt momentan keine Zeit für und wie auch immer, oder habe Handyverbot oder es kann ja alles sein oder wie auch immer, dann ist das ja gar kein Thema. Da kann man das machen und fertig aus. So, wie gesagt, wenn sowas sein sollte, vorher ankündigen, beziehungsweise dann leaven und fertig. So, das war nämlich klar. Ich mache nämlich gerade das Video. Und ich habe die erste Anfrage. Ich dachte schon, na, wie viel kommen rein. So, jetzt gucken wir mal. Luzi kennen wir natürlich, klar. Gucken wir mal kurz nochmal rein. Ich muss nochmal kurz aufs Level gucken. Ja, gar kein Thema. Hat er gerade nochmal umgestellt, sehe ich gerade, glaube ich. Das stand zuvor anders. Dann ist er auf jeden Fall der Erste. Zack. Ja, er hat es als Erster mitgekriegt. Gucken wir mal. Bist gleich im Einführungsvideo dabei. So, zack. Wie gesagt, halt einfach, weil ich das auch grundsätzlich sehe, dass die Organisation selber super toll ist, wenn man das eben auch wirklich über Facebook macht und sowas. Und dass man einfach wirklich viel, viel mehr handeln kann und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine coole Sache. Erst mal gibt's keine STVs und so weiter. So, zack, da wird gar nicht erst rum gefaselt damit. So, da sind wir dabei. Ja, wie gesagt, meine Base ist natürlich noch umgestellt. Natürlich, wie gesagt, die bleibt auch so. Da wollte ich jetzt auch nochmal kurz gucken. Genau, ja, also wie gesagt, da wollte ich euch nochmal kurz ein paar Verteidigungen zeigen. Also die hatte ich euch ja gezeigt. Genau, das ist jetzt die letzte gewesen. Habe ich selber noch nicht gesehen. Mal gucken, ob der sich clever anstellt. Also ich meine, die 50% hat er ja geknackt. Ja, so macht man es richtig. Also bin ich genau der Meinung. Zack, außenrum die Bogies halt gesetzt und dann fertig. Dann ist das eine ganz schmackes Aktion. Da kriegt man richtig schön Dunkles raus. Auf jeden Fall. Und dann, klar, seht ihr natürlich, Riesen braucht man dann natürlich nicht droppen, weil die rennen eh dahin. Ganz klar. So, jetzt würde das ein bisschen laggen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob er, ich glaube, er macht nur die 50%. Ist natürlich klar, da kriegst du keinen Boogie dazu, zu sagen, oh, hier komm, hier, ich will mal, ich will mal, ich will mal. Auf jeden Fall, da hast du natürlich dann mit den Mauern leichtes Spiel, in Anführungsstrichen. Aber ja, sobald da mal ein Mauerbrecher kommt, ist da natürlich Sense. Aber wie gesagt, 50%, der hat sich eben schön mein Zeug geholt und dann ist das ganz cool. So soll das sein.
Wie gesagt, so viel verschenke ich da ja momentan auch nicht. Das ist nicht weiter wild. So. Das war's dazu. Ja, wie gesagt, es war halt eine kurze Einführung. Mal gucken, wie viel dann am Ende des Tages dabei sind. Wie gesagt, alle, die zum Beispiel hier F-Bully, Hondu, ich gucke nochmal einfach, um nochmal ein paar Clan-Namen oder ein paar Leute zu nennen. Zum Beispiel auch, wenn aus anderen Clans halt eben auch wirklich gute Spieler. Zartschmelzend würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. F-Bully halt, ganz klar. Eisen-Erik auf jeden Fall. Jojo kenne ich nicht. Da muss man halt wirklich gucken, ob das alles passt. Das ist also, wie gesagt, also ich würde dann auch nochmal, wenn jetzt ein Kumpel oder sowas, der richtig Gas gibt oder sowas, der dann eben der Erste auf 80 ist oder sowas, dann ist sowas auch mit Absprache halt möglich. Aber ansonsten hier, wie gesagt, Hondo, gar kein Thema. Und so eine Sachen halt einfach, wo man sich wirklich drauf verlassen kann, wo das alles passt. Der YouTube Deutsch wird erstmal an meinen Bruder übergeben. Der macht das auch ganz gut. Da bin ich richtig zufrieden mit. Und dann passt das. So, soll ich hier. So. Und also wie gesagt, alle, die vielleicht auch so grundsätzlich zuvor nicht in YouTube Deutsch reingekommen sind oder sowas, oder sich gesagt haben, ach naja, wie gesagt, also ich will da jetzt einfach noch ein bisschen Next Level-mäßig was eben rausbringen, dass man wirklich sagen kann, ey, hier, eben wirklich beim Clan War und sowas, da geht wirklich die Post ab. Das haben wir schon richtig gut bei YouTube Deutsch organisiert. Das ist gar kein Thema. Aber ich will halt eben wirklich levelmäßig jetzt noch ein bisschen höher. Und da soll dann halt eben was passieren. Ja, das war's dazu. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, es gibt noch was zu sagen. Die habt ihr ja alle schon mal gesehen, denke ich mal. Gusur. Sieht man irgendwas anderes? Nee, passt. Da, 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 da. Genau, da hatte ich jetzt zum Beispiel gerade diese in Anführungsstrichen Fehlermeldungen, als ich eben auf Meister gegangen bin. Da seht ihr das eben halt mal. Das ist die erste Meldung, die ihr bekommt. Also, du warst zu lange online, du wirst bald gekickt, bla bla. Und dann bekommst du, wenn du danach eben rausgehst, bekommst du dann halt diese, dass sich deine Dorfbewohner mal ausruhen müssen. Und dann sitzt du natürlich da mit solch einem Hals. Plus, dass ihr das halt eben auch mal gesehen habt. Wie gesagt, für alle Sachen, die, wenn ihr mich kontaktieren wollt, wie auch immer, dürft ihr das gerne über die Facebook-Seite tun. www.facebook.com/gusua. Und da bin ich da und da könnt ihr mich erreichen und dann passt das. So, genau, gucken wir gleich mal hier, was wir hier haben. Ja, klar. Kriegt der auf jeden Fall eine Chance, ganz klar. Und ist das vollkommen in Ordnung. Und dann, wie gesagt, dann werden wir halt einfach sehen, was, wie das läuft und wie auch immer. Da bin ich ganz gechillt dabei und dann. Hi, du bist auch im Video mit drin. Nee, und einfach wirklich so eine Sache. Genau. Wo man jetzt hier auch wirklich mal dann sagen kann, wenn jetzt zum Beispiel auch so mal so eine Challenge gemacht wird, wenn wir jetzt wirklich mal sagen, weil das hat mir richtig gut gefallen. Also Clan gegen Clan, das ist eine super Aktion vom Fred. Also hat mir super gefallen. Also da würde ich sowas halt auch mal machen, dass man sagt, wirklich Clan gegen Clan und dann ist das cool. Das ist einwandfrei. Nein, dann dürfen die Leute warten. Ganz einfach. Nee, ich will das erstmal wirklich komplett ohne CE und wie auch immer haben. Das soll ganz gechillt ablaufen. Und fertig. Oh, ich höre mich, glaube ich, ein bisschen komisch an, oder? Aber ich bin nicht erkältet. Keine Sorge. Ich bin auch morgen wieder beim Arbeiten dabei. Und dann ist das alles cool. Und so.
Und dann gucken wir einfach, es werden ja jetzt garantiert schon von YouTube Deutsch einige rauskommen oder dazukommen und wie auch immer. Und dann ist das ganz gechillt. Mein Schild ist aktiv. Ach ja, das war ein Fehler. Das war ja ein Epic Fail. Aber egal. Ich meine, so viel zu verlieren habe ich ja jetzt auch nicht. Aber wäre natürlich cool, wenn ich jetzt über 250 ziehen würde an Gold. Weil ich dann ja mir noch eine Mauer bauen könnte. Theoretisch. Es wäre natürlich auch ziemlich geil, wenn ich so runter, also nicht unter 200, das hatten wir ja beim Fred gesehen. Das ist auch echt, also mir sagt dann eben auch einer, ey, es ist einfacher, in Kristall zu kommen, als unter 200 Pokis. Und dann sagt die, ja, hier, bist du eine Nacht mal irgendwie nicht online, hast du 300 Pokale mehr. Wie bitte? Ja, ist wirklich so. Also das ist dann genauso wie dann eben, was weiß ich, zum Beispiel, wenn du jetzt in Richtung Meister gehst und die Internetverbindung verlierst, da ist es genau dasselbe. Du gehst in Richtung Meister und kriegst dann irgendwie 4, 5 Pokis, wenn überhaupt, wenn du jetzt nur das Rathaus wegsnipest. Und das war's dann halt. So, Thailand. So. Gucken wir mal. Nee, Thailand, da reicht's leider nicht. Ich guck mal gerade. Rathaus 8, das ist sehr knappe Kiste, aber erstmal nicht. Macht euch da auch nicht zu heiß. Das. Ja, wie gesagt, es wird halt einfach die Zeit zeigen. Hab gerade eine Nachricht von meinem Bruder gekriegt. Der war ganz überrascht, weil ich ihm das auch nicht gesagt habe. Also das ist einfach so eine spontane Aktion. Bloß ich hatte da schon eine Weile lang Bock drauf, dass ich gesagt habe, ach, das wurmt mich alles so ein bisschen. Und wie gesagt, das ist einfach wirklich so. Das Hauptaugenmerk liegt wirklich da drauf. Wenn man irgendeine Challenge, irgendwas am Start hat, sage ich mal, dass wirklich die Leute halt den Arsch in der Hose haben und sagen, gut, okay, passt auf. Ich kann halt eben momentan nicht, was vollkommen in Ordnung ist, aber dann wird halt vorher abgesagt. Genauso beim Clan War. Ich kann gerade nicht. Ich habe da gerade eine Riesenbombe gefunden und fertig. So einfach ist das halt. Also, dass man da wirklich einfach wegkommt von diesem, ja, ich mach mal mit und dann klappt irgendwie alles nix. Ich jag die jetzt alle in den Magierturm rein. Ich weiß, ich bin ganz böse, aber das mache ich halt. Ich will das Gold. Es war nicht mal viel Gold, aber egal. Ich will es trotzdem. Okay, cool. Brauchen wir gar nicht mehr machen. Nee. Die 33, auch egal, komm, hier braten wir sie noch hin. Und dann ist es ganz cool. Und ich bin schon ganz, 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 ganz gespannt, ob ich mit meinem Gedicht bei Mr. Mobile Fanboy gewinne. Das wäre mega geil. Das, ja. Ich weiß auch nicht, da dachte ich auch, also, ja. Da hatte ich dann auch gesehen, da hatten ja dann irgendwie gleich welche was aus dem Netz gepostet. Naja, ich meine, macht nicht so viel Sinn, ist ja sehr kreativ, aber okay. Und ich habe mich da hingesetzt und das sprudelte so aus mir raus. Ich dachte, cool. Ich schaue schon im Global. Okay. Dann passt das eigentlich ganz cool. Und. Oder auch so eine Situation, ich weiß nicht, wenn einer von euch schon mal einen Clan hatte, so eine Geschichten hier von wegen, es wird einer gekickt. Und wir machen den Clan auf nur Einladung und sowas und derjenige kommt immer wieder rein. So eine Sachen gehen nicht. Wenn dann wieder irgendeiner ihn einlädt oder sowas, da muss man halt eine Einheit sein und fertig. Ganz klar. Hier, guckt euch das mal an. Das sieht doch total geil aus, oder? Hier. Jumping. Hier. Klein. Zack. Dieses Wall Jumping. Das finde ich total geil. Bäm, bäm, ich bin weg, ich bin da, ich bin weg, ich bin. Nachttag, Nachttag, Nachttag. Helldunkel, helldunkel. So, ja, gut, das soll es gewesen sein. Wir sind auch schon bei 16 Minuten angelangt. Und, passt eigentlich. Passt. Ich bin mit allem zufrieden. Und, ach so, ey, jetzt könnte ich ja noch. Kleinen Moment, ich gucke mal, ob ich noch eine kleine Bombe verbessern könnte, natürlich. Es ist jetzt halt so eine Situation, wo ich sage, ey,
ob ich jetzt das Gold verschenke oder ob ich das jetzt in bessere Bomben investiere. Die müssten es alle so levelmäßig gewesen sein. Da. Da haben wir noch eine. Kommt die nächste. Das ist natürlich cool. Ja, grundsätzlich schon, aber ich beende jetzt das Video, weil es schon zu lang ist sonst. So, ich will euch auch nicht zu sehr nerven damit. Aber wie gesagt, jetzt seht ihr das mal. Und wie gesagt, an alle, die grundsätzlich schon mal bei mir vorbeikommen wollten und wie auch immer, jetzt, wie gesagt, eben einfach die Chance, wenn ihr halt wirklich gut dabei seid, dann mal mit mir durchzustarten und mal einfach eine coole Zeit zu haben. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Macht's gut. Ciao, ciao.